So Leute, ihr habt richtig gesehen, ein neues Video von mir. Und ihr kennt den Spot mittlerweile. Ich bin mal wieder in der Nähe von Melsungen. Das heißt, ich bin mal wieder bei Honda Brüne in Melsungen. Das ist euer Ansprechpartner, wenn es um Honda Motorräder geht. Und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir heute die CB1000R Black Edition. Das ist einfach eines der edelsten und schönsten Motorräder, die ich jemals gesehen habe. Das ist kein Scherz. Wenn ihr die Chance habt, kommt mal hier nach Melsungen oder zu einem Händler, der diese Maschine anbietet und schaut euch die Maschine unbedingt mal an oder fahrt sie auch Probe, so wie ich. Es ist wirklich ein absolutes Erlebnis, was diese Maschine hier bietet an Verarbeitungsqualität, aber auch an Fahrperformance. Das ist, wir kommen gleich noch dazu. Wir fahren natürlich nachher eine Runde. Ganz klar, wir machen alles. Wir machen 0 auf 100. Es kommt ein Pure Sound Video für euch. Die ganzen technischen Daten folgen jetzt gleich noch. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich alle wisst, die CB1000R ist ja kein ganz neues Motorrad mehr. Allerdings sind wir hier auf YouTube der allererste Kanal, der die 2021er Version der CB1000R Probe fahren darf. Ja, was hat Honda alles neu gemacht? Wir haben einen neuen LED-Scheinwerfer bekommen. Ich mache mal gerade die Zündung an, damit ihr das seht, wie schön der aussieht. Es ist wirklich ein Traum. LED-Blinke hatten wir ja schon davor, aber der Scheinwerfer ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Was haben wir noch neu bekommen? Wir haben ein 5 Zoll TFT Farbdisplay bekommen, was wirklich sehr, sehr gut ablesbar ist. Da kommen wir natürlich nachher nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Dann haben wir diese wunderschöne schwarze Lackierung bekommen, wo quasi alles schwarz ist, abgesehen von der Auspuffverkleidung hier. Ein paar gefrästen Teilen hier am Motorblock, an der Fußrastenanlage, an den Speichen, an der Felge, hinten am Auspuff und natürlich sonst hier die Bremsanlage. Aber was mir eben erst aufgefallen ist, und da hat sich Honda wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die haben einfach so viel Liebe zum Detail reingesteckt. Hier haben wir zum Beispiel gebürstetes schwarzes Aluminium mit so einem kleinen CB1000R Schriftzug drinne. Hier, das ist gebürstetes schwarzes Aluminium. Das sieht so dermaßen hochwertig aus. Der Krümmer ist sogar schwarz gefasst. Und jetzt das Allerschönste, die Gabel. Die Gabelholme sind schwarz. Selbst das hier, das ist immer Silber. Ich werde nicht mehr. Ich bin wirklich gerade richtig verliebt in die Maschine. Windschild schwarz, Lenker schwarz. Dann noch hier, was mir auch noch auffällt, hier die Lenkerbrücken. Hier nochmal so ein bisschen gefräst, nochmal mit einem CB drinne. Guckt euch mal das Heck an. Dieses Heck, wie futuristisch sieht das bitte aus? Und dann so komplett freistehend. Ihr habt es schon gesehen, wir haben eine Einarmschwinge. Was soll ich dazu noch sagen? Dann hier diese Sozius-Sitzabdeckung. Wunder, wunderschön. Wirklich. Schaut euch mal hier das hier an. Sagt mir, wer bietet sowas? Habe ich in der Form noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Was auch noch neu gekommen ist beim 2021er Modell, ist die Konnektivität mit dem Handy. HSVC nennt das Honda. Honda Smartphone Voice Control. Das heißt, ihr könnt mit der Maschine auch reden, könnt euer Handy verbinden, könnt Musik hören, könnt euch navigieren lassen. All solche Geschichten. Unter der Sitzbank haben wir noch eine Ladesteckdose neu bekommen. Und natürlich, weil es ein 2021er Modell ist, muss es auch Euro 5 konform sein. Dann jetzt die technischen Daten zu der Maschine. Das ist die stärkste Maschine, die ich bisher gefahren bin von allen. Wir haben einen reinen Vierzylinder mit 145,5 PS bei 10.500 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 104 Newtonmeter bei 8.250 Umdrehungen. Die Maschine wiegt fahrfertig vollgetankt 214 Kilogramm und das ist meiner Meinung nach wirklich ein angenehmes Gewicht und wir sehen es gleich noch beim Fahren, aber es ist wirklich ein sehr, sehr handliches Motorrad, gerade durch die Schlappen, die es draufgezogen hat. Wir haben hier wirklich einen extrem sportlichen Reifen, wenn ihr euch mal hier die Flanken anseht, das ist nahezu senkrecht. Dadurch wird die Maschine sehr, sehr handlich in Kurven, fällt richtig schön in die Schräglage rein und hat dabei durch das hochwertige Fahrwerk auch noch eine sehr schöne Stabilität. Topspeed liegt bei der Maschine bei 230 km/h. Durchschnittsverbrauch soll bei 5,9 Litern liegen. Das mag ich mal an der Stelle zu bezweifeln. Das sind Herstellerangaben. Jetzt nochmal was Wichtiges für alle, die ein bisschen weiterfahren wollen. Wir haben einen Tankinhalt von 16,2 Litern. Und eine Sitzhöhe von 830 mm. Ja.
Ja, kommen wir erstmal zur Sitzposition. Ich finde es krass, wie Honda diese Eleganz mit Komfort, aber auch Sportlichkeit verbunden hat bei der Maschine. Die Sitzbank ist wirklich angenehm breit, aber nicht so breit, dass irgendwelche kleineren Leute nicht mehr auf den Boden kommen. Ich sitze hier wirklich sehr, sehr schön bequem drauf. Dafür, dass wir hier einen 1000er Power Naked Bike unterm Arsch haben, das ist ja tatsächlich schon sehr bemerkenswert. Die Fußrasten sind relativ hoch angebracht. Wir sehen hier, ich habe trotzdem aber einen angenehmen spitzen Winkel, der es mir ermöglicht, richtig schön sportlich mit der Maschine zu fahren. Das werden wir gleich nochmal genauer ausprobieren, wenn ich auf eine kurvigere Strecke komme. Aufrechte Sitzposition, die aber etwas nach vorne geneigt ist, kann ich hier trotzdem mir durchaus vorstellen, Tagestouren und auch mehrere hundert Kilometer mit der Maschine zurückzulegen. Gar kein Problem. Was das natürlich auch unterstützt, ist der Vierzylinder, der einfach derartig vibrationsarm ist. Das ist wirklich die reinste Wonne. Ich habe ja eigentlich schon gedacht, dass meine MT09 kaum Vibrationen hat, aber wir haben hier am Lenker wirklich so gut wie gar keine Vibrationen mehr. Das Einzige, wo man es spürt, ist ein bisschen an Fußrasten, aber definitiv nicht so, dass das irgendwas beeinträchtigt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich angenehm. Großes Lob an Honda. Logischerweise sind wir hier auf einem Naked Bike voll dem Wind ausgesetzt. Da kann auch die Honda CB1000R mit ihrem kleinen Windschild hier vorne nichts machen. Das ist natürlich eh nur Optik. Das muss einem klar sein. Kommen wir mal zu den Armaturen. Die Armaturen sind Honda-typisch sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Aber ich finde, hier bei der 1000er ist es wirklich nochmal ein anderes Kaliber. Wir sehen hier, das Menü ist sehr, sehr schön übersichtlich gestaltet. Wir können hier über den großen Mode-Button direkt während der Fahrt, ohne dass ich das Gas schließe, unsere Fahrmodi durchswitchen. Da haben wir einmal User, Sport, Standard und Rain. Da wird einmal die Gasannahme und auch teilweise, je nachdem in welchem Fahrmodi wir denn dann sind, auch die Leistung reduziert. Display bzw. Cockpit ist sehr, sehr hochwertig. Das 5 Zoll Farb-TFT Display ist die reinste Wonne. Das ist wirklich was sehr, sehr Herrliches. Ihr könnt das mit der Honda Ride Sync oder Road Sync App könnt ihr das verbinden. Dann könnt ihr euch navigieren lassen. Dann kriegt ihr hier die Pfeile, wo ihr hinfahrt. Als nächstes dann könnt ihr das mit Sprachsteuerung Nachrichten auf WhatsApp diktieren lassen. Ihr könnt das Wetter ablesen. All solche Sachen. Wirklich schöne Spielereien, man braucht es nicht unbedingt, man kommt auch ohne aus, aber wenn es eben da ist und ich finde im Jahr 2021, wenn ich eine Maschine für das Geld kaufe, dann kann man auch so ein Cockpit erwarten und das hat Honda wirklich sehr, sehr gut hingebracht. Wir fahren jetzt mal im Sportmodus, Standard war von der Gasannahme allgemein, der Motor ist so schön rund abgestimmt, der überfordert nie. Ja, also ihr habt es gerade gesehen, der Quickshifter. Wir haben hier sowohl Quickshifter als auch Blipper verbaut. Das heißt, ohne Kupplung hoch und runter schalten. Und das funktioniert bei der Maschine wirklich 1A. 1 plus mit Sternchen ist wirklich der Blipper hier an der Maschine. Der ist so schön weich. Guckt euch das an. Ich schalte mal runter. Ich kann hier einhändig fahren, hochschalten in den sechsten Gang. Seht euch das an. Da habe ich wirklich überhaupt keinen Lastwechsel. Auch beim Runterschalten ist das sehr, sehr schön geschmeidig. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut hingebracht. Kommen wir nochmal aufs Getriebe zu sprechen, wo ich gerade eh schon beim Blipper war. Und das ist wirklich sehr, sehr schön leichtgängig. Die Kupplung braucht wirklich kaum Handkraft, also das ist wirklich für eine 1000er sehr, sehr gut gemacht. Dieses Ansauggeräusch beim Gasgeben ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön wahrnehmbar als Fahrer. Auch hier der Sportmodus, da ist die Gasannahme sehr schön direkt, aber nicht so, dass die mich überfordern und wenn ich ans Gas gehe, oh, das ist mir zu ruppig. Die Gasannahme ist wirklich auch nochmal zum Vorgängermodell nochmal feiner abgestimmt worden. Ja, man merkt, dass er ab 8000 nochmal ordentlich Briketts nachlegt. Da spielt dann auch die Musik. Untenrum ist es relativ, ja, ich will nicht sagen verhalten, also das wäre absolut der falsche Begriff dafür. Aber im Gegensatz zu dem, was dann ab 8000 Umdrehung passiert, ja, da gibt es dann halt nochmal einen ordentlichen Dampfhammer, ne? Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von aktuell 9 Litern. Ja, das ist natürlich schon relativ hoch.
wie die in die Kurven geht, wie sie dann liegt. So schön stabil, richtig vertrauenserweckend, auch obwohl der Reifen komplett neu ist. Ich habe ihn wirklich kaum angefahren und trotzdem vermittelt mir die Maschine so ein Vertrauen, dass, ja, das muss die Maschine erstmal hinkriegen. Boah. Man muss sagen, selbst diese enormen Schlaglöcher und Straßenschäden hier schluckt das Fahrwerk ganz gut. Natürlich haben wir hier ein relativ straffes Fahrwerk, das heißt, die bügelt hier nicht drüber wie eine Sänfte, wie es zum Beispiel eine Africa Twin getan hat, das ist logisch. Aber irgendwo muss halt auch der Kompromiss gemacht werden. Wir haben hier ein normales mechanisches Fahrwerk und kein elektrisches. Das heißt, wir können das nicht die ganze Zeit auf die Fahrsituation anpassen. Und dafür ist es wirklich ein schöner Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort. Ja, was mir jetzt gerade hier auf dieser Holperstrecke auffällt, ist, das merkst du auch, wenn du richtig angast, dass die sich so hinten reinsetzt. Also es ist hinten das Federbein. Könnte man unter Umständen, würde ich jetzt auf der Landstraße für den Landstraßengebrauch nicht machen, aber für die Rennstrecke würde ich es nochmal ein bisschen straffer abstimmen, beziehungsweise wenn ihr wirklich sehr, sehr gute Strecken habt und wisst, okay, ich bin hauptsächlich am Ballern mit der Maschine, dann würde ich hinten das Federbein nochmal etwas straffer anziehen, damit die sich beim Beschleunigen nicht ganz so hinten reinsetzt, ihr nicht so das Gewicht vorne vom Vorderrad verliert. Und ja, aber für die Holperstrecke hier war es gerade wirklich sehr angenehm, weil mir das nicht alles so in den Rücken reingeschlagen hat. Was Honda auch sehr, sehr gut hingebracht hat, ist der Auspuffsound. Für Euro 5, da fehlt es euch wirklich an gar nichts. Die Lautstärke ist angenehm, aber nicht übertrieben laut. Einen schönen, dumpfen Klang. Ihr hört, dass ihr auf 1000 Kubikzentimetern sitzt und dass da ordentlich Kraft dahinter steckt. Und das möchte man ja auch so. Das Motorrad ist wirklich, bam, hier, schau mal, was ich bin, was ich habe. Und genau so muss der Sound dann, finde ich, auch sein. Und das hat Honda 1A gemacht. Beide Bremsen sehr schön dosierbar, überfordern nicht. Vorderradbremse hat einen schönen ersten Biss und dann packt sie auch richtig zu. Also hiermit kannst du auch ordentlich verzögern. Was viele an der Maschine natürlich kritisiert haben, ist, dass Honda immer mit der Leistung und so weiter ein bisschen hinterher im Gegensatz zu den anderen Marken ist. Klar, wir haben bei der MT10 haben wir 160 PS, wir haben 160 oder 180 PS bei der BMW S1000R. Da sind die natürlich leistungsmäßig alle ein bisschen überlegen. Aber ich finde, diese Maschine hier hat halt auch überhaupt nicht den Anspruch, bei diesen richtig krassen Supersport-Power-Naked-Bikes mitzuhalten. Das möchte sie ja gar nicht. Und dieses Ziel verfolgt Honda mit der Maschine absolut nicht. Das sehen wir allein an der Optik. Die Maschine will einfach was komplett anderes, was Eigenständiges sein. Und das schafft sie. Zeigt mir eine Maschine, die das so schön hinbringt wie die hier. Die hat wirklich eine Verarbeitungsqualität, wie wir es normalerweise von MV Agusta oder so gewöhnt sind. Die kosten 30.000 Euro. Hier bei der Maschine bezahlt ihr 15.000 Euro. Und was ihr dafür alles bekommt, das ist wirklich krass. Was ich noch zu der Maschine sagen wollte, ist, dass Honda aktuell ein sehr, sehr interessantes Finanzierungsangebot für diese Maschine anbietet. Und zwar könnt ihr eine Anzahlung von der Hälfte des Kaufpreises von 14.490 Euro leisten. Das sind dann 7.245 Euro genau. Und die restliche Rate, also die restliche Hälfte, bezahlt ihr dann mit einem effektiven Zins von 0,0%. Das heißt, ihr könnt die Maschine quasi umsonst finanzieren, wenn ihr die erste Anzahlung leistet. Und das ist, finde ich, wirklich ein sehr, sehr interessantes Angebot, wenn man einfach sagt, ja, ich habe gerade nicht die 15.000 oder 14.500 Euro rumliegen, möchte aber trotzdem gerne die Maschine fahren, dann könnt ihr euch gerne auch nochmal zu dem Finanzierungsangebot bei Honda informieren. Geht zum Beispiel hier zum Motorradbrüne in Melsung, der wird euch das Angebot nochmal gerne genauer erklären. Ich weiß, ein Negativpunkt von der Maschine. Und ihr werdet jetzt lachen, aber es ist wirklich der einzige, den ich bisher gefunden habe. Und zwar, ich komme ganz schlecht an den Ständer dran. Der ist irgendwie hier so drunter versteckt, unter dieser Abdeckung hier. Da komme ich ganz schlecht dran. Herrlich. Boah, schön. Neue Trident. Geil. Ja, ich muss mich definitiv nochmal bei Motorradbrüne in Melsungen bedanken für die Chance, dass ich hier als allererstes diese wunderschöne Maschine fahren darf. Es ist wirklich eine absolute Ehre und das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, muss ich sagen. Wirklich nochmal ein dickes Dankeschön, gerade an Ingo, der wird das Video sowieso sehen. Ja, mir hat die Maschine wirklich riesen Freude bereitet und ich hoffe euch genauso. Machen noch mal einen kleinen Rundgang zum Abschluss und schreibt mir gerne eure Meinung zu der Maschine in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, welche Maschine ich als nächstes testen soll
von Honda, von anderen Marken, ist eigentlich ganz egal. Aber wenn ihr von Honda begeistert seid, dann kommt, wie gesagt, hier nach Melsungen. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Hier steht es nochmal geschrieben.